Hallo liebe Freunde, hallo liebe Zuseher und Zuseherinnen, heute live auf Facebook, aber auch live im Fernsehen auf FS1 in Salzburg. Herzlich willkommen, schön, dass ihr heute alle da seid, denn heute machen wir wieder den Deutschkurs interaktiv. Das heißt, es gibt heute wieder sehr viele Quizfragen und ihr könnt alle sofort mitmachen. Schreibt Kommentare, ruft mich an mit WhatsApp oder Telegram oder Skype, wie ihr das wollt. Schreibt eure Antworten als Kommentare direkt in die Kommentare hinein. Aber was rede ich? Ich schalte sofort auf unser neues Quiz-Screen. Hallo Joan, herzlich willkommen, schön, dass du auch mit dabei bist. Ja, wie funktioniert das? Deutschkurs interaktiv. Das ist unsere Sendung am Montag, immer um 21:30 Uhr beginnen wir und das dauert dann ungefähr eine Stunde. Und wenn ihr oben, entweder hier oder hier, das Live-Symbol seht, dann wisst ihr, wir sind jetzt live und ihr könnt live mitmachen. Ja, wie funktioniert das? Schreibt Facebook-Kommentare, ruft auf der Leitung 1 an, entweder mit Telegram oder WhatsApp, dann kostet das nichts. Oder macht das mit Skype. Hier seht ihr den Benutzernamen live:skype_30042. Aber was rede ich viel? Bitte teilt den Stream, liked den Stream, macht mit und ich verliere gar keine Zeit mehr. Meine wöchentliche Frage ist natürlich, seid ihr bereit? Sobald ein einziger Kommentar da ist und steht, ja, ich bin bereit, ja, wir sind bereit, dann beginnen wir. Also, seid ihr bereit? Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr bereit seid, denn dann kommt die erste Frage. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Schreib einen Kommentar, wenn du bereit bist, denn dann kann ich beginnen. Seid ihr bereit? Selbstverständlich, sagt John. Okay, ja, passt. Dann hier die erste Aufgabe. Was fehlt hier? Ich lerne A2-Prüfung. Ist das 0a für und die? Ist das 0b für und sonst nichts? Ist das 0c am plus die oder ist das 0d am plus nichts mehr? Ich gebe euch 2 Minuten Zeit und überlegt mal und schreibt mir die Antwort in die Kommentare. Die Zeit läuft ab jetzt. Ich lese es nochmal vor. Was fehlt hier? Also, wie heißt es richtig? Ist es 0a, ich lerne für die A2-Prüfung? Oder ist es 0b, ich lerne für A2-Prüfung? Oder ist es 0c, ich lerne am die A2-Prüfung? Oder ist es 0d, ich lerne am A2-Prüfung? Joan schreibt 0a. A, aber ich glaube nicht, dass Joan der einzige Zuseher heute ist. Ich kann euch auch die Nummern nochmal zeigen. Ihr könnt zum Beispiel über WhatsApp anrufen oder Telegram. Die Nummer ist plus 43 660 142 3x04 und die Teilnahme ist natürlich kostenlos, wenn man mit Telegram oder WhatsApp anruft. Plus 43 660 142 3 mal die 04. Aber jetzt sind wir bei dieser Aufgabe. Was fehlt hier? 0a für und die, 0b für und sonst nichts, 0c am plus die oder 0d am plus nichts. Noch 30 Sekunden sehe ich am Monitor. Wenn du die Antwort weißt, tipp sie in die Kommentare oder ruf mich an. Noch 15 Sekunden, dann kommt die Auflösung. Vier, drei, zwei, 1, 0. Und die richtige Antwort
ist für und die. Genau, also die richtige Antwort ist, ich lerne für die A2-Prüfung. Ja, das war sozusagen jetzt die Aufwärmrunde. Am Anfang, ihr wisst ja, es ist immer einfach und es wird dann immer schwieriger. Ja? Schauen wir mal, ich hoffe, dass mehr Leute mitmachen. Ich gehe mal auf die nächste Frage. Welcher Satz ist fehlerfrei? Ist das 1a, Peter und Gernot kaufen Butter, 1b, Siegfried und Franz fressen Brot, 1c, Maria und Heinz lachen sehr, oder 1d, Hilde und Martina sind gute Freundinnen? Ich starte den Zähler, wir machen wieder 2 Minuten. Ihr könnt in Ruhe nachdenken und ich lese das noch ein paar Mal vor. Welcher Satz ist fehlerfrei, also ohne Fehler? Ist das 1a, Peter und Gernot kaufen Butter? Hallo Daniel, schönen guten Abend. Ist das 1b, Siegfried und Franz fressen Brot? Ist das 1c, Maria und Heinz lachen sehr? Oder ist das 1d, Hilde und Martina sind gute Freundinnen? Daniel hat schon einen Tipp abgegeben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Oh, Passant, hallo, schönen guten Abend, hat auch einen Tipp abgegeben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber der Text ist jetzt viel größer. Man kann es jetzt viel besser lesen. Welcher Satz ist fehlerfrei? In welchem Satz gibt es keinen Fehler? Es gibt ja verschiedene Fehler. Es kann ein Tippfehler sein oder ein sogenannter Rechtschreibfehler. Vielleicht auch ein grammatikalischer Fehler, wer weiß. Aber wir suchen jetzt den Satz, der korrekt ist. Es gibt auch inhaltliche Fehler. Also ich sag mal so, ein Fehler, bei dem der Inhalt einfach nicht passt. Joan meint, 1d sei der korrekte Satz. Noch 29 Sekunden, das heißt für mich, ich kann es nochmal vorlesen. Welcher Satz ist fehlerfrei? Ist das 1a, Peter und Gernot kaufen Butter? Ist das 1b, Siegfried und Franz fressen Brot? Ist das 1c, Maria und Heinz lachen sehr? Oder ist es 1d, Hilde und Martina sind gute Freundinnen? Ja, Passant, danke schön. Ich finde es auch ganz toll. Hallo Maya, guten Abend. Die richtige Antwort löse ich jetzt auf, weil die Zeit ist ja schon abgelaufen. Die richtige Antwort ist natürlich 1d. Ich habe euch hier die Fehler markiert. Kaufen schreibt man natürlich mit K wie Konrad. Und bei Siegfried und Franz gibt es hier einen inhaltlichen Fehler, denn sie essen, ihr wisst ja, Tiere fressen, Menschen essen. Und hier gab es einen Tippfehler. Hier fehlte das H wie Heinrich. Jawohl. Die nächste Aufgabe. Welcher Satz ist fehlerfrei? Ich lese nochmal vor, oder jetzt in Ruhe vor. 2a, Ali duscht jeden Morgen. 2b, Petra putzt sich immer die Zähne. 2c, Mira frühstückt gerne mit Freunden. Oder 2d, Brunhild hasst es, morgens aufzustehen. Ja, ich gebe euch wieder 2 Minuten Zeit und ihr könnt in Ruhe nachdenken und eure Antwort in die Kommentare schreiben. Ich wiederhole nochmal. Welcher Satz ist fehlerfrei? Ist das 2a, Ali duscht jeden Morgen? 2b, Petra putzt sich immer die Zähne? 2c, Mira frühstückt gerne mit Freunden? Oder 2d, Brunhild hasst es, morgens aufzustehen? Daniel hat schon einen Tipp abgegeben. Passant auch. Ich kann in der Zwischenzeit ja nochmal die Telefonnummer einblenden, denn wie ihr wisst, ihr könnt ja auch mit WhatsApp oder Telegram anrufen. Das ist kostenlos. Welcher Satz ist fehlerfrei? Ist das 2a,
Ali duscht jeden Morgen, ist es 2b. Petra putzt sich immer die Zähne, ist es 2c. Mira frühstückt gerne mit Freunden, oder ist es doch 2d. Brunhild hasst es, morgens aufzustehen. Noch 49 Sekunden. Joan tippt auf 2a. Maya auf 2d. Ihr seid euch nicht ganz einig. Das gefällt mir. Da wissen wir dann, was wir dann im Laufe dieser Woche dann auf unserer Facebook-Seite alles wieder trainieren und lernen. Ja, so ein Deutschkurs interaktiv ist schon auch ein bisschen eine kleine Prüfung, damit wir sehen können, was müssen wir noch lernen. Noch 15 Sekunden. 2a, 2b, 2c oder 2d. Hm. 3, 2, 1. Und die richtige Antwort ist 2c. Es tut mir leid, ich habe hier vergessen, es grün zu machen. Mira frühstückt gerne mit Freunden. Das ist der korrekte Satz. Hier haben wir den Fehler gehabt, dass das M klein war. Hier ist die Zeit in der Früh gemeint, der Morgen. Deshalb muss man es groß schreiben. Putzen schreibt man mit P wie Paula und nicht mit B wie Bertha. Und hassen, das schreibt man mit Doppel-S. Basan schreibt, Ali duscht sich jeden Tag. Ja, das ist eine schöne Variante. Petra putzt sich immer die Zähne. Du hast das schön korrigiert mit dem P wie Paula. Brunhild hasst, hat es vor, morgens aufzustehen. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sie es vorhat, aufzustehen. Ich denke, sie hasst es. Aber deine Korrektur finde ich sehr schön, weil du versucht hast, den Sinn des Satzes zu erfassen. Aber du weißt das eh selber, wie das ist, wenn man korrigiert, dann trifft man es manches Mal und manches Mal nicht, aber du weißt eh, wie das mit den Teilnehmenden ist. Man spricht ein bisschen darüber und dann weiß man, was der Teilnehmende genau gemeint hat. Die nächste Aufgabe. Was stimmt? Marian, Thomas, besten Freunde. Ich wiederhole nochmal. Marian, Thomas, besten Freunde. Ich wollte mal Geräusche einbauen, die ich dann drücke, aber das hat man mir gesagt, das gefällt euch besser. Ich lese mal alle Varianten vor. Marian, An, Thomas sind der besten Freunde. 3b. Marian oder Thomas haben das besten Freunde. 3c. Marian und Thomas sind die besten Freunde. Oder es ist 3d. Marian mit Thomas gehen zum besten Freunde. Ja, Basant kennt die Situation, ich weiß es. Danke, dass du mir das auch in die Kommentare geschrieben hast. Ich gebe euch jetzt wieder 2 Minuten Zeit und jetzt überlegt nochmal. Ah, Abdelghani, schönen guten Abend heute auch. Du tippst auf 3C, Hermine sagt 3C, Maya 3D. Und Samuel, dir auch einen schönen guten Abend, du sagst 3C. Ich weiß, warum es diesen Irrtum gibt bei den Leuten, die diesen Irrtum jetzt haben. Das hat mit eurer Muttersprache zu tun. Aber das macht nichts. Man muss das dann einfach dazulernen. Ich wiederhole nochmal die Varianten. Marian, ich zeige es einfach dazu. okay. Maya korrigiert und sagt, sorry, wollte 3c schreiben. Oder sorry, Komma, ich wollte 3c schreiben. Ich zeige es nochmal. Marian und Thomas sind der besten Freunde. Oder ist es 3b? Marian oder Thomas haben das besten Freunde. Oder ist es 3c? Marian und Thomas sind die besten Freunde. Oder ist es doch 3D? Marian
mit Thomas gehen zum besten Freunde. Wie ist die richtige Antwort? Ist sie 3a, 3b, 3c oder 3d? Noch 10 Sekunden. Wer möchte, kann auch anrufen bei mir mit Instagram, sage ich. Mit Telegram und WhatsApp ist das möglich. Olga, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Du sagst 3C und die richtige Antwort ist natürlich 3C. Marian und Thomas sind die besten Freunde. Ja, 3C und 3D. 3D ergibt keinen Sinn und Daniel ergänzt noch mit 3C. Die nächste Frage. Wie lautet das Futur 1? Ja, jetzt müsst ihr schon ein bisschen selber etwas schreiben. Ihr seht, das ist jetzt nichts zum Ausfüllen. Jetzt müsst ihr den ganzen Text selber schreiben. Die Aufgabe ist, wie lautet das Futur 1? Und zwar von dem Satz, Peter fliegt mit Hildegard in den Urlaub. Ich wiederhole nochmal. Wie lautet das Futur 1? Peter fliegt mit Hildegard in den Urlaub. Bitte schreibt den ganzen Satz. Ich gebe euch jetzt 3 Minuten Zeit, denn da muss man jetzt schon ein bisschen tippen. Ja, das dauert ein bisschen. Und ich lese die Aufgabe nochmal vor. Wie lautet das Futur 1? Peter fliegt mit Hildegard in den Urlaub. Peter fliegt mit Hildegard in den Urlaub. Daniel schreibt, es wäre auch möglich, den Satz so zu formulieren. Natürlich steht es nicht bei den Lösungsmöglichkeiten. Marian und Thomas gehen zu ihren besten Freunden. Ja, das kann man natürlich auch. Da hast du recht, ja. Zu ihren besten Freunden. Das ist eine sehr schöne Formulierung. Du hast hier, oh, jetzt geht es ganz schnell. Peter wird mit Hildegard in den Urlaub fliegen, schreibt Daniel. Zweimal. Peter wird mit Hildegard in den Urlaub fliegen. Es kann natürlich sein, dass Facebook wieder mal einen Fehler macht und die Namen falsch zuordnet. Das hatten wir vor kurzem mal. Olga schreibt, Peter wird mit Hildegard in den Urlaub fliegen. Daniel schreibt, Peter und Hildegard fliegen in den Urlaub. Da ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Vielleicht überprüfst du das noch einmal. Maya schreibt, Peter werde mit Hildegard fliegen in den Urlaub. Nein, das stimmt nicht, das ist durcheinander gekommen. Werde wäre hier ja Konjunktiv. Sie meinte, sie werde mit ihrem besten Freund in den Urlaub fliegen oder sowas. Das ist ja Konjunktiv. Wir suchen das Futur 1. Das Futur 1 suchen wir. Und zwar zu dem Satz, Peter fliegt mit Hildegard in den Urlaub. Dieser Satz ist ja im Präsens aktiv. Präsens aktiv. Und jetzt brauchen wir das Futur 1. Da gab es so etwas, da nimmt man diese Form von werden und dann eine ganz spezielle Form muss man dann für das Verb verwenden. Ah ja, Vasant, ich hab es mir gedacht, wenn zweimal derselbe Name kommt, dann stimmt auf Facebook irgendwas nicht. Vasant schreibt genau, ja, das war ich. Ich habe als Erste gelöst. Ich habe es als Erstes gelöst, wolltest du schreiben? Samuel schreibt, Peter wird mit Hildegard in den Urlaub fliegen. Bitte mach den Punkt hinten dran. Das ist ganz wichtig. Daniel schreibt, Peter und Hildegard werden in den Urlaub fliegen. Noch 2 Sekunden und die richtige Antwort ist, Peter wird mit Hildegard in den Urlaub fliegen. Natürlich kann man auch sagen, Peter und Hildegard werden in den Urlaub fliegen. Aber wenn man es ganz genau nimmt, hat man hier das Objekt wer. Wer fliegt mit wem in den Urlaub? Wer mit wem?
Und deshalb ist genau genommen die Lösung, Peter und Hildegard werden in den Urlaub fliegen, formal jetzt nicht korrekt, ja, weil man muss das aufteilen. Peter wird mit Hildegard in den Urlaub fliegen. Wie nennt man diese spezielle Form? Eine Bonusfrage. Wie heißt diese Form? Wie nennt man diese Form? Machen wir gleich eine Bonusfrage. Dazu gebe ich euch jetzt 2 Minuten Zeit. Also das geht ja ganz rasch. Wie heißt diese Form, die hier verwendet wird? Wir hatten ja hier die Form mit sein für das Futur. Ihr wisst ja, ich werde, du wirst, er, sie, es wird und so weiter. Und dann brauchen wir noch den sogenannten vom Verb. Den sogenannten Samuel schreibt Infinitiv, ob das korrekt ist. Wer hat dieselbe Meinung? Wer dieselbe Meinung hat, like den Stream und teilt den Stream, damit wir beim nächsten Mal mehr Zuseher haben. Daniel sagt Infinitiv. Noch ungefähr 1 Minute habt ihr Zeit. Wie nennt man diese spezielle Form hier? Diese spezielle Form des Verbes? 2 Antworten habe ich schon. Daniel schreibt Infinitiv oder Grundform des Verbes, meinst du? Und Mohannad, guten Abend, sagt gefliegt. Du meinst fliegen, flog, geflogen. Das ist ein unregelmäßiges Verb, da musst du aufpassen. Du meinst geflogen. Dieses geflogen, das ist das Partizip 2. Das meinen wir jetzt nicht. Geflogen, ja, das wäre das Partizip 2. Hier haben wir jetzt das Verb fliegen. Und noch 17 Sekunden, dann werde ich euch das bestätigen, was ihr schon gesagt habt, beziehungsweise korrigieren. Olga sagt, ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir, sie werfen. Nein, du meintest werden, stimmt das? Da war die böse Autokorrektur schuld. Und ihr werdet, genau, nicht ihr werbt. Das hat mit Werbung zu tun, ihr werbt. Du meintest, ihr werdet. Ja, die Zeit ist abgelaufen und die richtige Antwort ist natürlich der Infinitiv. Das ist der Infinitiv des Verbes oder aber auch die Grundform. Genau, Daniel, des Verbs, genau. So, die nächste Frage. Wie lautet das Perfekt-Vorgangspassiv? Jetzt wird das schon anspruchsvoller, stimmt's? Also jetzt ist das schon eine anspruchsvollere Aufgabe. Wie lautet das Perfekt-Vorgangspassiv? Und zwar zu dem Präsenssatz, er trägt den Müll hinaus. Den Satz, den wir hier haben, ist ein Satz im Aktiv. Er trägt den Müll hinaus. Und jetzt brauchen wir den Perfektsatz, aber im Vorgangspassiv. Ich gebe euch dazu 2 Minuten Zeit. Das schafft ihr, ich weiß das. Wer die Aufgabe schon gelöst hat, kann natürlich den Stream teilen und liken oder anrufen. Ihr wisst ja, wir haben ja die Telefonnummern. Ihr könnt auf WhatsApp anrufen oder auf Telegram und das kostet dann nichts. Plus 43660. 142, 3 mal die 0, 4. Wer in Österreich lebt und Freiminuten hat, kann natürlich auch die Mobiltelefonnummer anrufen. Es ist eine Mobiltelefonnummer. Daniel hat schon eine Antwort geschrieben. Er hatte den Müll hinausgetragen oder hinuntergetragen, hinausgetragen. Er hatte den Müll hinausgetragen. Das ist aber ein Aktivsatz. Du musst aufpassen, das ist aktiv und hatte, das ist Plusquamperfekt. Hatte hinausgetragen ist Plusquamperfekt aktiv. Olga schreibt, er hat den Müll hinausgetragen. Das ist perfekt, aber aktiv. Wir brauchen das Vorgangspassiv. Das Vorgangspassiv. Beim Vorgangspassiv geht es darum, was passiert mit dem Objekt.
Ihr könnt euch erinnern, da ist das Verb bezieht sich dann auf das, was mit dem Objekt passiert. Also wir beginnen nicht mit er, sondern wir beginnen mit Müll. Ich sage jetzt aber keinen Artikel dazu. Wir beginnen mit Müll. Der Präsenssatz war, er trägt den Müll hinaus und der Aktivsatz im Perfekt wäre natürlich, er hat den Müll hinausgetragen, aber wir suchen den Passivsatz. Ich werde lösen, die Zeit ist abgelaufen. Im Passiv ist der Satz so, der Müll ist von ihm hinausgetragen worden. Der Müll wird von ihm hinausgetragen. Der Müll wird von ihm hinausgetragen, Daniel. Das ist zwar ein Passivsatz, ja, aber dieser Passivsatz ist nicht im Perfekt, sondern im Präsens. Das passiert jetzt gerade. Daniel schreibt, den Müll wurde hinausgetragen. Also der Müll ist hinausgetragen worden, wäre dann perfekt vorgangspassiv. Schauen wir weiter. Also Samuel schreibt auch noch was. Er hat den Müll hinausgetragen. Bitte schreibt Müll groß und mit Umlaut U. Und hinausgetragen schreibst du bitte zusammen und denk bitte an den Punkt am Ende des Satzes. Worden. Worauf bezieht sich das? Also hinausgetragen worden, ist hinausgetragen worden. Er wird den Müll hinausgetragen. Oh, Madi, da ist was durcheinander gekommen. Übrigens einen schönen guten Abend auch. Die richtige Lösung ist, der Müll ist von ihm hinausgetragen worden. Dieses von ihm, ja, diese Information ist nicht relevant, deshalb ist sie in Klammer. Och, Olga, muss dich nicht ärgern, das kann passieren. Was ist am wahrscheinlichsten? Nächste Frage. Also, stellt euch folgende Situation vor. Oh nein, ich habe kein Mehl mehr. Ich lese das nochmal vor. Oh nein, ich habe kein Mehl mehr. Was ist jetzt am wahrscheinlichsten? 4a, sie muss backen, will aber nicht. 4b, sie will backen, kann aber nicht. 4c, sie darf backen, muss aber nicht. Oder 4d, sie kann backen, soll aber nicht. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich euch mit dieser Aufgabe erwischt habe, aber ich gebe euch mal sicherheitshalber 3 Minuten Zeit. Was ist am wahrscheinlichsten? Also welche Aussage trifft am ehesten zu? Eine Person sagt zu sich selbst, oh nein, ich habe kein Mehl mehr. Was trifft jetzt auf diese Person zu? Ist das 4a, sie muss backen, will aber nicht? Ist das 4b, sie will backen, kann aber nicht? Ist das 4c, sie darf backen, muss aber nicht? Oder ist das 4d, sie kann backen, soll aber nicht? Daniel sagt 4b, Ellen, schönen guten Abend, sagt 4b, Daniel sagt 4b. Hermina meint 4b. Ja, das sind jetzt viele Modalverben, die hier verwendet werden. Was ist am wahrscheinlichsten? Was trifft am ehesten zu, wenn eine Person sagt, oh nein, ich habe kein Mehl mehr? Ist das 4a, sie muss backen, will aber nicht? Ist das 4b, sie will backen, kann aber nicht? Ist das 4c, sie darf backen, muss aber nicht? Oder ist das 4d, sie kann backen, soll aber nicht? Madi sagt 4b. Mohannad sagt 4b, Olga sagt 4b. Ihr seid der Meinung, sie will backen, kann aber nicht. Ich lese es sicherheitshalber nochmal vor. Samuel sagt 4c. Was ist am wahrscheinlichsten? Oh nein, ich habe kein Mehl mehr. Ist das 4a? Sie muss backen, will aber nicht. Ist das 4b? Sie will backen, kann aber nicht. Ist das 4c? Sie darf backen, muss aber nicht. Oder ist das 4d? Sie kann backen, soll aber nicht.
Thanos, hallo, guten Abend, sagt 4b. Samuel habe ich, glaube ich, schon vorgelesen, 4c. Wenn ihr schon geantwortet habt, teilt bitte unseren Stream und ladet alle Freunde ein, die auch Deutsch lernen. Je mehr mitmachen, desto mehr Spaß macht das. Noch 38 Sekunden. Einmal lese ich es noch vor. Oh nein, ich habe kein Mehl mehr. Was ist am wahrscheinlichsten? A. Sie muss backen, will aber nicht. 4b. Sie will backen, kann aber nicht. 4c. Sie darf backen, muss aber nicht. Oder 4d. Sie kann backen, soll aber nicht. Noch 7 Sekunden. Vielleicht gibt es noch eine Antwort schnell. Jawohl, die Zeit ist abgelaufen. Und die richtige Antwort ist natürlich 4b. Sie will backen, kann aber nicht. Ja, es ist ihr Wille, dass sie dass sie jetzt backt, aber es geht nicht. Deshalb, sie kann nicht. Sie ist nicht in der Lage. Deshalb haben wir hier einerseits das Wollen und andererseits das Können. Sie ist nicht in der Lage zu backen. Da kann sie wollen, wie sie will. Es ist einfach nicht möglich, wenn sie kein Mehl hat. Ja, die nächste Frage. Was ist am wahrscheinlichsten? Ich wiederhole nochmal. Was ist am wahrscheinlichsten? Jemand hat es mir gesagt, sicher bin ich aber nicht. Also 5a. Er darf seinen Hund Heinz genannt haben. 5b. Er muss seinen Hund Heinz genannt haben. 5c. Er soll seinen Hund Heinz genannt haben. Oder 5d. Er möge seinen Hund Heinz genannt haben. Hallo Mananzoa, einen wunderschönen guten Abend. Mach gleich mit bei uns. Hier haben wir jetzt die Aufgabe. Hier ist die Aufgabe. Was ist am wahrscheinlichsten? Stell dir das so vor: Jemand hat es mir gesagt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich starte mal den Zähler. 2 Minuten Zeit sollten ausreichen. Ist das 5a? Er darf seinen Hund Heinz genannt haben. Ist das 5b, er muss seinen Hund Heinz genannt haben? Oder 5c, er soll seinen Hund Heinz genannt haben? Oder ist es doch 5d, er möge seinen Hund Heinz genannt haben? Daniel schreibt oder tippt auf 5c, aber das soll euch jetzt nicht davon abhalten, selber Tipps abzugeben. Was ist am wahrscheinlichsten? Jemand hat es mir gesagt, sicher bin ich nicht. Ist das 5a? Er darf seinen Hund Heinz genannt haben. 5b. Er muss seinen Hund Heinz genannt haben. 5c. Er soll seinen Hund Heinz genannt haben. Oder 5d. Er möge seinen Hund Heinz genannt haben. Ja, was ist wohl die richtige Antwort? Ihr könnt mich heute auch anrufen. Und zwar mit WhatsApp oder Telegram ist das gratis. Die Nummer ist plus 43 660 142 dreimal die 0 4. Ich wiederhole nochmal, plus 43 660 142 dreimal die 0 4. Noch 26 Sekunden. Madi sagt 5D. Daniel schreibt, er soll seinen Hund Heinz genannt haben. Daniel meint 5D, er möge seinen Hund Heinz genannt haben. Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber es gibt zwei Arten von Verwendungen für Modalverben. Die Zeit ist abgelaufen. Kaliani, hallo, schönen guten Abend. Auch ich glaube, wir haben uns noch nicht gelesen. Du tippst auf 5d.
C. Er soll seinen Hund Heinz genannt haben. Und die richtige Antwort ist natürlich 5C. Er soll seinen Hund Heinz genannt haben. Das drückt eine starke Vermutung aus. Gleichzeitig sage ich damit auch, ich bin mir aber völlig unsicher. Ich weiß es nicht wirklich, aber man sagt, es soll so sein. Ellen tippt auch 5C. Die nächste Frage. Also, was ist am wahrscheinlichsten? Ich sehe jemanden, der jetzt viel dünner ist, als ich ihn in Erinnerung habe. Erstaunt sage ich. Ja, was sage ich jetzt? Darum geht's jetzt. A. Wow, er muss 30 Kilo abgenommen haben. 6b. Wow, er kann 30 Kilo abgenommen haben. Oder 6c. Wow, er soll 30 Kilo abgenommen haben. Oder 6D, wow, er will 30 Kilo abgenommen haben. Ja, ich weiß, das ist gar nicht so einfach, aber es ist ganz wichtig, dass ihr das verstehen könnt, wenn es um so etwas geht. Stellt euch nochmal vor, ich sehe jemanden, der jetzt viel dünner ist, als ich ihn in Erinnerung habe. Ganz erstaunt sage ich dann, zum Beispiel zu einer anderen Person, Ellen meint 6a, sage ich dann das, 6a, wow, er muss 30 Kilo abgenommen haben, sage ich 6b, wow, er kann 30 Kilo abgenommen haben, oder sage ich 6c, wow, er soll 30 Kilo abgenommen haben, oder sage ich 6d, wow, er will 30 Kilo abgenommen haben. Was ist die richtige Antwort? Daniel schreibt auch 6b. Daniel sagt 6b, Daniel sagt 6a, Farid sagt 6c, Hermina meint 6a. Was könnte die richtige Antwort sein? Die Situation ist folgende. Ich sehe jemanden, der jetzt viel dünner ist, als ich ihn in Erinnerung habe. Thanos sagt 6b. Und jetzt habe ich wieder einen Doppelpost. Ich weiß jetzt nicht, wer das war. Facebook macht da bestimmt wieder einen Fehler. 6b. Also ich lese nochmal vor. 6a. Wow, er muss 30 Kilo abgenommen haben. 6b. Wow, er kann 30 Kilo abgenommen haben. 6c, wow, er soll 30 Kilo abgenommen haben. Wow, also 6d, wow, er will 30 Kilo abgenommen haben. Hasmik, schönen guten Abend. Wir haben uns auch noch nie gelesen. Es freut mich sehr, dass du auch mitmachst bei unserem Deutschkurs Interaktiv. Du sagst 6a, Madi meint 6b und die richtige Antwort ist 6a, wow, er muss 30 Kilo abgenommen haben. Olga schreibt auch noch 6a. Ich weiß, es ist ein bisschen zeitverzögert, bis die Antwort bei mir da ist. Das dauert im schlimmsten Fall 30 Sekunden. Ja, okay. Also nur damit ihr wisst, warum da im Nachhinein dann noch Antworten kommen. Ja, wie soll ich sagen? Ich möchte es euch erklären. Also, man kann alle Sätze sagen. Die Frage ist immer nur, in welchem Zusammenhang. Wow, er muss 30 Kilo abgenommen haben. Das kann ich sagen, wenn ich eine Person sehe und zum Beispiel sehr verwundert bin oder erstaunt bin über eine bestimmte Situation. Wow, er kann 30 Kilo abgenommen haben. Ja, wenn ich es zwar sehe und der kann ungefähr 30 Kilo abgenommen haben, ja, also ist, kann ich sagen, hier dieses soll. Das soll hatten wir vorhin gerade, das ist eine starke Vermutung, obwohl ich es überhaupt nicht weiß. Und das ist abschätzig. Stellt euch mal vor, der ist jetzt 60 Kilo schwerer als vorher. Und die Person hat zu mir gesagt, ja, ich habe 30 Kilo abgenommen. Und dann könnte ich ja über diese Person lästern und sagen, wow, er will 30 Kilo abgenommen haben. Das ist nicht besonders nett. Ja, das nur so als Ergänzung. Ja, also es kommen noch Antworten nach, aber ihr wisst ja, es kommt manchmal vor, dass der Stream ein bisschen verzögert ist. Aber das soll euch nicht irritieren. Die nächste Frage. Welcher Name wird hier buchstabiert? Ich buchstabiere Groß Theodor, Klein Heinrich,
Otto Martha, Siegfried Lea Großbertha, Klein Emil Richard Gustav Emil Richard. Ja, also ihr müsst gut zuhören. Ich werde das jetzt 2 Minuten lang wiederholen und ihr tippt mir diesen Namen bitte fehlerfrei in die Kommentare. Ich buchstabiere Groß Theodor, Klein Heinrich, Otto, Martha, Siegfried, Lea, Groß Bertha, Klein Emil, Richard, Gustav, Emil, Richard. Ich wiederhole Groß Theodor, Klein Heinrich, Otto, Martha, Siegfried, Lea, Groß Bertha, Klein Emil, Richard, Gustav, Emil, Richard. Welcher Name wird hier buchstabiert? Ich buchstabiere Groß Theodor, Klein Heinrich, Otto, Martha, Siegfried, Lea, Groß Bertha, Klein Emil, Richard, Gustav, Emil, Richard. Mohannad sagt Toms.berger, Daniel sagt Tomsberger, Daniel sagt Thomasberger. Ich wiederhole nochmal, aber vorher lese ich, was Hermina schreibt. Thomasberger, Ellen sagt Tomsberger. Groß Theodor, Klein Heinrich, Otto, Martha, Siegfried, Lea, Groß Bertha, Klein Emil, Richard, Gustav, Emil, Richard. Ohne Punkt sagst du ja und Kaliani sagt Thomas Berger. Wir haben uns, glaube ich, noch nicht gelesen, oder? Im Stream. Und noch 10 Sekunden. Ich glaube, ich habe selber einen Fehler gemacht, aber das merken wir jetzt gerade. Aber das ist okay. Welcher Name wird hier buchstabiert? Ich wiederhole nochmal. Welcher Name wird hier buchstabiert? Groß Theodor, Klein Heinrich Otto, Martha Siegfried, Lea Groß Bertha, Klein Emil Richard, Gustav Emil Richard. Ja, also alle, die Toms geschrieben haben, das ist richtig. Schaut mal, ich habe hier kein Anton buchstabiert. Es ist kein Anton hier. Aber trotzdem habe ich das hier in meiner Lösung falsch. Ja, also die richtige Antwort ist Tomsberger. Das hier, dieses A wie Anton ist falsch. Ich habe hier kein Anton buchstabiert. Also Tomsberger ist die korrekte Antwort. Ellen, es ist Toms. Ich habe das Anton nach dem Martha nicht buchstabiert. Aber jetzt drehen wir das um. Könnten Sie bitte diesen Namen für mich buchstabieren? Bitte, sind Sie so lieb, buchstabieren Sie mir bitte diesen Namen. Ja, Madi, das ist völlig korrekt. Das A wie Anton habe ich vergessen zu buchstabieren. Und da sieht man, wie wichtig das ist, dass man das gut kann. Jetzt ist die Frage, könnten Sie bitte diesen Namen für mich buchstabieren? Der Name ist Gazeng Antoine. Gazeng Antoine. Dazu nehmen wir uns jetzt 3 Minuten Zeit. Nehmen wir uns 3 Minuten Zeit. Und ich kann euch den Namen nur vorlesen. Gazeng Antoine. Bitte buchstabieren Sie diesen Namen für mich. Könnten Sie bitte diesen Namen für mich buchstabieren? Gazeng Antoine. Nutzt bitte das Buchstabieralphabet. Wer es per Telefon machen möchte, kann mich auch anrufen oder auch in Skype anrufen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wer mich auf Skype anruft, sieht auch den Stream in Skype. Also das kann ich euch schon sagen. Und ihr könnt mich direkt auch sehen und auch diese Aufgabe sehen. Der Benutzername für Skype ist live.skype-30042. Gazeng Antoine, könnten Sie bitte diesen Namen für mich buchstabieren? Ja, wahrscheinlich denkt ihr euch jetzt, ich soll doch bitte die Klappe halten, weil sonst könnt ihr euch so schwer konzentrieren.
Gazeng Antoine. Denkt bitte an diese speziellen Zeichen hier. Hier ist ein spezielles Zeichen und da ist auch ein spezielles Zeichen. Das muss man auch dazu sagen. Gazeng Antoine. Vielen Dank übrigens für diese Likes und auch für das Lachen hier. Das finde ich total lieb. Dankeschön. Gazeng Antoine. Gazeng Antoine. Ja, wenn man am Telefon ist und dort arbeitet und ein Kunde sagt, ich heiße so, ich habe ein Gespräch. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Deutschkurs Interaktiv. Wer ist in der Leitung? Guten Hallo? Abend. Guten Abend, grüß Hallo, ich dich. bin Mohammed. Hallo Mohannad, grüß dich. Kannst du die Aufgabe lösen? Na, wie geht's Gazeng Ihnen? Antoine, mir geht's gut. Kannst du die Aufgabe lösen? Wie buchstabiert man diesen Namen? So, Gavi Kostov, Gustav, ja? Anton, Ja, Evelyn, ja, Emil, ja. N wie Nordpol. Ja. Ger wie Gustav, Ja. Anton, Heinrich, Nordpol, Ter wie Förder, Ja. Ulrich, Anton, Nordpol. Aha, du musst aufpassen, du hast ein paar wichtige Dinge vergessen. Die Zeit ist jetzt abgelaufen. Bin ich Ich frech, werde. habe ich vergessen, glaube ich. Ja, und das Bin ich Leer hast frech. du auch vergessen. Du musst auch sagen, Ach so, genau, ja, genau. was muss man groß schreiben und was muss man klein schreiben. Hör mal gut zu. Genau, Also, Groß Anton. Groß Groß Gustav, Anton und Klein Wie. Anton Zeppelin, Emil Nordpol, Gustav Leer. Groß Anton, Klein Heinrich Nordpol, Bindestrich. Groß Theodor, Klein Ulrich, Anton Nordpol. Genau, so Genau. meine ich. Kaliani sagt, ich verstehe die Frage nicht. Bitte schau mal bei uns auf der Seite wegen dem Buchstabieralphabet, dann kannst du das lernen. Ich wiederhole nochmal die richtige Lösung, weil ich zeige es auch am Bildschirm. Groß Gustav, Klein Anton, Zeppelin, Emil, Nordpol, Gustav, Lea. Groß Anton, Klein Heinrich, Nordpol, Bindestrich. Groß Theodor, Klein Ulrich, Anton, Nordpol. Vielen Dank, Genau, Dankeschön. so machen wir das. Bleib gleich in der Leitung, denn mir ist es ganz wichtig, dass wir jetzt gemeinsam gleich die nächste Aufgabe lösen. Hast du Lust dazu? Ja, Ja, natürlich. super. Dann hör genau zu und die Leute im Internet bitte auch ganz genau zuhören. Also, die Frage ist, welches Märchen ist das? Welches Märchen ist das? Zwei Kinder werden von ihren Eltern im Wald ausgesetzt. Zunächst sind sie sehr traurig, doch plötzlich finden die beiden Kinder ein Haus aus Lebkuchen, in dem eine alte Hexe wohnt. Die Hexe möchte die Kinder ausnutzen und auffressen. Aufessen, Entschuldigung. Am Ende gelingt es den beiden Kindern, die Hexe in den Ofen zu stoßen und zu fliehen. Was ist das für ein Märchen? Die Leute buchstabieren noch im Internet. Ihr könnt dann nachher nochmal die Lösungen vergleichen. Aber jetzt geht es um die Frage, welches Märchen ist das? Mohammed, hast du schon eine Idee, was das für ein Märchen sein könnte? Nee, leider nicht. Ich habe gar keine Idee. Ich habe noch nie diese Märchen gelesen. Kaliani schreibt gerade, ja, ich kenne das Märchen. Hasmik, schönen guten Abend. Wir lesen es, glaube ich, zum ersten Mal. Schreibt Hänsel und Gretel. Ich habe noch nie eine Hänsel und Märchen auf Deutsch Gretel. gelesen. Oh, das solltest du unbedingt tun. Das solltest du unbedingt tun. Du musst unbedingt mal ein paar deutschsprachige Märchen lesen. Es gibt auch auf YouTube gibt es tolle Märchen. Da kannst du dann gleich den Namen von diesem Märchen, sobald wir auflösen, kannst du das dann gleich Nachschlagen. nachschlagen. Genau, Dankeschön. Und dir dieses Märchen ansehen.
Kaliani, du musst das Umlaut A verwenden. Wenn du den Umlaut A nicht verwenden kannst, nimm bitte AE. Thanos fragt Gebrüder Grimm. Ja, das ist aus der Sammlung der Gebrüder Grimm. Da hast du recht. Das Märchen ist ja nicht nur im deutschsprachigen Raum bekannt, sondern auch weit darüber hinaus. Ich lese die Beschreibung nochmal vor. Madi sagt, man sieht die Sätze so schlecht, deshalb lese ich es dir nochmal vor. Welches Mädchen sage ich. Welches Märchen ist das? Ich habe das R vergessen. Märchen. Zwei Kinder werden von ihren Eltern im Wald ausgesetzt. Zunächst sind sie sehr traurig, doch plötzlich finden die beiden Kinder ein Haus aus Lebkuchen, in dem eine alte Hexe wohnt. Die Hexe möchte die Kinder ausnutzen und aufessen. Am Ende gelingt es den beiden Kindern, die Hexe in den Ofen zu stoßen und zu fliehen. Ja, ich habe das R vergessen bei Märchen. Ich zeige es euch mal hier. Hier fehlt das R. Es geht um ein Märchen. Und ich denke, wir warten jetzt noch ein paar Sekunden und dann lösen wir auf. Ja, also es handelt sich hier um eine Inhaltsangabe von dem Märchen. Hänsel und Gretel, genau, Hänsel und Gretel. Mann, du musst dir das gleich merken für YouTube. Da kannst du Hänsel und Gretel dann reintippen und nach Hänsel und Gretel suchen. Da gibt es einige Märchenverfilmungen. Ich kann nur aus Urheberrechtsgründen jetzt keinen Ausschnitt zeigen. Darf ich ja nicht. Die nächste Aufgabe, jetzt musst du wieder gut zuhören. Okay, also ha hast du einen Zettel und einen Stift? Ja. Mohanad, hast du einen Zettel und einen Stift? Okay, du musst jetzt gut aufpassen. Du musst jetzt sehr gut aufpassen. Und die Zuseher und Zuseherinnen zu Hause oder vor dem Facebook müssen auch gut aufpassen, denn jetzt müssen wir ein bisschen rechnen. Okay, also, hört mal zu. Ich lese mal in Ruhe vor und ich lese es ja dann nochmal vor. Also, stell dir vor, du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 10 Personen ein. An der zweiten Haltestelle steigen 3 Fahrgäste aus und 5 Fahrgäste ein. An der dritten Haltestelle steigt zwar niemand ein, trotzdem steigen ein älterer Mann und seine Ehefrau aus. Die Frage ist, wie viele Personen sind im Bus? Ich lese die Aufgabe nochmal vor und das ganz in Ruhe. Bitte hör genau zu. Stell dir folgende Situation vor. Stell dir vor, du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 10 Personen ein. An der zweiten Haltestelle steigen 3 Fahrgäste aus und 5 Fahrgäste ein. An der dritten Haltestelle steigt zwar niemand ein, trotzdem steigen ein älterer Mann und seine Ehefrau aus. Wie viele Personen sind im Bus? Kaliani tippt auf 16, Hasmik tippt auf 10. Ich wiederhole nochmal. Stell dir vor, du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 10 Personen ein, an der zweiten Haltestelle steigen 3 Fahrgäste aus und 5 Fahrgäste ein. An der dritten Haltestelle steigt zwar niemand ein, trotzdem steigen ein älterer Mann und seine Ehefrau aus. Wie viele Personen sind im Bus? Ellen tippt auf 11. Kaliani hat es auf 14 ge geändert oder das Ergebnis auf 14 geändert. Marinella, hallo, schönen guten Abend. Tippt 13 Personen sind im Bus.
Einmal lese ich es noch vor und dann, Mohammed, frage ich dich und dann möchte ich von dir die Bitte. Antwort haben. Hermina sagt 11, aber ich lese es nochmal vor. Manantasoa Sitzen sagt wir sonst? 11, Sind im Kaliani Bus. sagt 10 minus 3 plus 5 minus 2. Marinella sagt 11, Hermina sagt 11. Ich lese es noch einmal ein letztes Mal vor, okay? Stell dir vor, du bist Busfahrer. An der ersten Haltestelle steigen 10 Personen ein, an der zweiten Haltestelle steigen 3 Fahrgäste aus und 5 Fahrgäste ein. An der dritten Haltestelle steigt zwar niemand ein, trotzdem steigen ein älterer Mann und seine Ehefrau aus. Okay, Mohanad, welches Ergebnis hast du? 14, 14 Personen im Sinneboot. Du tippst auf 14. Ah, Mohanad, du hast auch getippt, sehe ich gerade. Madi sagt 10 Ich bin dran, ich Personen. bin dran. Ich bin immer in der Leitung. Ja, ich weiß, 14 ich weiß. Personen sind im Bus. Ja, sagst du. Hasmik sagt 11 inklusive dem Fahrer oder mit dem Fahrer. Madi sagt mit Busfahrer insgesamt 11. Ellen sagt 10 plus, minus 3 plus 5 minus 2 plus Busfahrer ist 12. Insgesamt 14 Personen sind im Bus. Olga sagt 11, du am Telefon sagst, es sind 14. 14, genau. 14. Also, die richtige Lösung ist, es sind 11 Personen. Zunächst steigen 10 ein, dann 3 aus und 5 ein. Und dann 2 aus und keiner ein. Und der Busfahrer plus 1 ist 11. Also insgesamt sind das 11 Personen, die in dem Fahrzeug sind. Wenn ich gefragt hätte, wie viele Fahrgäste sind im Bus? 14. Nein, die richtige Lösung der insgesamten Personen ist ja 11 Personen. Weil wenn ich Und rechne, 10 minus 3 sind das 7, plus 5 ist 12, minus 2 ist 10. Und der Busfahrer ist einer, sind es 11. kann sein. Also 10 minus 3 ist 7, plus 5 ist 12, plus 0 ist immer noch 12, minus 2 ist 10. Und ein Busfahrer kommt noch dazu, dann sind es insgesamt 11. Genau. Jetzt ist noch Ach die. so, ja, jetzt habe ich schon verstanden. Ja, Im ja. Bus steigt die zwei Personen aus und der Busfahrer ist eine, dann insgesamt 11. Genau. Genau. Mit dem Busfahrer Ich sind es dachte dann am Ende ein. 11. Gut. Jetzt habe ich noch eine indirekte Rede für dich und für alle Zuseher und Zuseherinnen. Und wir haben dazu insgesamt noch 2 Minuten Sendezeit. Aber keine Sorge, wir machen auf Facebook weiter, auch wenn wir uns dann von den Zusehern vom Fernsehen verabschieden. Aber wir machen jetzt im Facebook dann noch weiter. Was hat sie gesagt? Also ich lese mal vor. Judith, 20 Jahre. Ich bin schon der Meinung, dass man am Wochenende die Kinder nicht alleine lassen sollte. Generell glaube ich, dass man Kinder niemals alleine lassen darf. Oh, danke, Ellen, dir auch eine gute Nacht. Schlaf gut, aber vielleicht möchtest du die indirekte Rede mit dem Konjunktiv 1 noch schnell versuchen. Dann ist die Sendezeit eh vorbei. Komm, probier noch schnell. Ich wiederhole nochmal. Judith ist 20 Jahre. Ich bin schon der Meinung, dass man am Wochenende die Kinder nicht alleine lassen sollte. Generell glaube ich, dass man Kinder niemals alleine lassen darf. Setze das bitte in die indirekte Rede und nutze den Konjunktiv 1. Weißt du, das ist das, wo man sagt, die 20-jährige Judith meint oder sagt oder sagte das. Und dann kommt die indirekte Rede mit dem Konjunktiv 1. Ich glaube, wir werden das dann nächste Woche im Fernsehen auflösen. Ihr könnt das gerne probieren und versuchen. Wir können uns ja in der Zwischenzeit von den Fernsehzusehern und Zuseherinnen schon mal verabschieden. Ihr wisst ja, dass diese Sendung jetzt auf FS1 dann ein paar Mal wiederholt wird und ihr könnt nochmal mitmachen und nochmal nachdenken.
Und auf Facebook geht es gleich weiter. Also auf Facebook machen wir diese Aufgabe noch fertig. Komm zu uns auf Facebook und mach mit uns auf Facebook mit. Also, was ist die Lösung? Bring das bitte in die indirekte Rede. Und falls du nur im Fernsehen zusiehst, mach das bitte als Hausübung und wir sehen uns dann nächste Woche wieder.